hannoversche Reithalfter eignet sich für Pferde, die ein bisschen maulig sind, die sperren, weil man einfach ein klein bisschen mehr Druck aufs Gebiss oder auf den Nasenrücken bekommt. Wichtig ist, dass es auch wieder gut verschnallt ist. Man muss immer gucken, dass der Nasenriemen nicht zu lang ist, dass das Gebiss, wenn man reitet und nach einer Seite pariert, dann mit der Gebisseln oder das Ende des Gebisses unter den Kinnriemen kommt. Ist immer für sensible Pferde vielleicht ein klein bisschen zu stark, die Wirkung. Muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber auch hier, wie bei allen anderen Gebissen oder Nasenriemen, ist es, dass es gut passen muss. Und gerade bei Vollblütern, die einen sehr schlanken Nasenrücken haben, muss man wirklich gucken, dass der Nasenriemen nicht zu lang ist, dass dadurch das Gebiss daher kein Spiel hat, weil es auf einer Seite klemmt.